Hallöchen, herzlich willkommen zurück an dieser Stelle bei Dark Souls Remastered. Schauen wir uns mal weiter hier um. In diesem finsteren, düsteren... Hallo? Finsteren, düsteren Gebiet. Ach, wie immer der Sprungangriff nicht klappt. Ständig irgendwelche Energien kostet. Ich mache mich fertig hier, die Teile. Schon mal nicht viel. Und schon wieder einer von den bösen Jungs. Also wenn man hier Menschlichkeit braucht. Nein. Schwarze Flamme. Okay. Es ist schon wieder ekelig dunkel hier. Vielleicht sollte ich einfach mal den Lichtern folgen. Mal gucken, wo die mich hinbringen. Wow. Bin mir relativ sicher, dass ich vor dem Angriff auf dieses Vieh volle Lebensenergie hatte. Das darf doch nicht wahr sein. Der mich komplett außer Hose gestoßen hat. Der Blödmann. Und so ganz weit ist es nicht. Trotz alledem auf jeden Fall mal ärgerlich. Was kann das denn schon wieder sein? Ja, irgendwie doch gefährlicher, wie sie aussehen, wenn man sich ein bisschen dämlich anstellt. Scheiße. Gut, aber durch die zwei Abkürzungen dürften wir relativ zackig da sein. Oh. Nummer 1. Ein bisschen länger zu dauern.
Aber da fährt man ja auch relativ lange. So. Hier oben bin ich auch noch nicht gewesen. Eiskalt dran vorbeigehauen und zwei Treffer kassiert. Überhaupt lang. Naja, hier bin ich hochgekommen. Okay. Also nochmal. Den Lichtern folgen. Und wenn es geht, nicht an diesen Magier hier sterben. Stirbt er dramatisch. Ist ja hier vertrauenserweckend, die Säule. War da irgendwas gesehen? Ach, ist ja schon wieder gruselig hier. Okay. Gibt's nichts außer Tod und Verderben? Hier auf, wie es scheint. Frostnebel. Jetzt hier noch lang. Hilfe. Er wird mich wohl töten. Wo ist denn jetzt der Zwerg? Also die Kleinen sind ja schlimmer wie die Großen. Gibt's denn hier umsonst? Wenn man sich hier so quälen muss? Okay, eine weiße Scholle. Relativ weit unten. Da gehe ich mal davon aus, dass uns der andere Weg ein bisschen näher an den Grund bringt. Schauen wir uns doch mal den Nebel hier an. Schwäche, Mut. Wow. Durchaus schon wieder ein Boss. Das sah aus wie die Hand, die uns hier reingeholt hat ins DLC. Oh nein, ach groß. Groß und gruselig. Hallo. Schönes Geweih.
Aua. Schlecht gerollt. Und nicht ausrasten hier bitte. Aua. Verdammt, wird so früh gerollt. Konnte ich ihm durchaus mal einen verpulen? Zu früh, scheiße. Nein. Alter. Scheiße. Wow, mit seiner Zauberei ist er echt ätzend. Der Manus. Und schon wären wir wieder da. Den rufen kann ich hier nicht unbedingt, ne? Mal rein ins Vergnügen. Das kennen wir ja schon. Hier können wir wen rufen, wie es aussieht. Oh, Wolf Sith. Ich keine Ausdauer mehr. Hey! Lauf mal an, Hundi. Dann gönnen wir uns mal ein Schlückchen. Kann denn das wahr sein? Bis jetzt habe ich noch nicht viel geleistet. Hier muss ich mal ganz ehrlich sagen.
war trotzdem schon ein recht ekliger. Aua. Geselle. Das gibt's doch nicht. Wow. Scheiße. Sith, hilf mir. Oh, Leute, das gibt's doch nicht. Mann, ist das eine ätzende Beule. Ganz ehrlich. So, dann auf ein neues. Suchen wir nochmal unser Glück. Genau außerhalb der Reichweite gewesen. Da rastet er gleich mal komplett aus. Wow. Was macht er denn? Ey, was für ein scheiß Angriff, mal ganz ehrlich. Kaum an den dran. Jetzt müsste ich aber noch mal bitte. Oh, wieso denn?
So, jetzt aber. Komm schon. Wow, ist das ätzend. Nein, ich fasse es nicht. Ach, Scheiße, Mann. Ihn da unten sogar schon leuchten gesehen. Wir versuchen es nochmal. Den Gutsten mal umzuhauen. Letzten Mal. Ach. Nee. Letztes Mal hat mich kurz vor Ende dann so ein bisschen der Mut verlassen. Aua. Er hat aber auch ein Moveset, ey. Schlecht gerollt. Komm, Hund, mach mal was. Danke. Diese Angriffe sind echt mächtig. Wenn sie dich am... wie entkommt man sowas? Oh Mann, ich komme nicht an den dran. Das kann doch nicht sein Ernst sein. Oh, jetzt bin ich mal entkommen. Sehr gut.
als wenn wir ihn erwischt. Jawohl. Ach, Gott sei Dank. Der Manus ist Geschichte. Danke, Sif. Hallo. Ja, eine Mini-Frau aus diesem Riesenmonster. Sonst aber alles klar, ja? Okay. Wie war es so in dem Riesenmonster? Danke für diese tolle Anleitung, was ich mit dir machen kann. Ich will die jetzt auch nicht hauen, aber ich kann sie auch nicht hier lassen. Das ist ein Bonfire, ich wollte gerade sagen. Was ist denn mit der jetzt? Gelobt sei die Sonne. Das sehe ich ja mal genauso. So, das Leuchtfeuer habe ich angeschmissen. Kannst dich wegteleportieren hier. Willst du davon? Ist klar. Gut, dann gehe ich mal zu Tante Pilz. Der Garten? Nee. War falsch. Genau. Machen wir uns vorher noch mal eben ein Konditionslevel rein. Und dann, hallo. Prinzessin gerettet, die liegt da unten noch. I have awaited thee. Thou hast rescued Princess Dusk and rid us of that terrible primeval human. Even halting the spread of the abyss. I salute the grandeur of thine enterprise. Please allow me to express my gratitude. I thank thee, as do we all. I will remember thee. This is the best way. For thou art come from a time far ahead. No one will sing thy praises. But yet thy greatness shall live on. For it shall be my purpose to remember all thou hast done for us. Was thine eye glancing hither? Thou needst not hide thy wonder. I am a mushroom, after all. Was thou need? I am. Okay. Ja, gern geschehen. Oder irgendwelche ultra geilen neuen Sachen. Nö. May the flames guide thee. Jo. Dann würde ich sagen, sind wir hier soweit durch. Wir machen erstmal Schluss für diese Folge. Ich bedanke mich fürs Zuschauen. Hoffe, ihr hattet Spaß beim Zusehen. Macht's gut, bis denn. Ciao, ciao.